Hallo zusammen, mein Name ist Christian Schlegel und in diesem kleinen Clip geht es um die Warta. Wir sind mitten im Handel, es ist 11.41 Uhr, heute hier am 21. Oktober und ich kann für die Warta keinen 5-Jahres-Chart zeigen, weil es sie noch nicht so lange an der Börse gibt. Dieser läuft jetzt hier vom 23.10.2017. Warta ist eine der absolut stabilsten, besten, ertragreichsten Aktien gewesen in den letzten Jahren. Fantastische Bewegung hier gemacht. Und vor euch, hier auf dem Tool von der UniCredit One Markets, seht ihr den Wochenchart. Eine Kerze, eine Woche. Sensationelle Bewegung. Und wir gipfeln dann hier oben in so einer Art Doppeltop im Bereich von 125. Mir sind jetzt so ein paar Sachen hier aufgefallen, die durchaus interessant sein können. Ich hole mal den Chart ein bisschen hier ran. Zum einen haben wir in den letzten doch sehr schwachen Tagen bisher nur auf der 20-Wochen-Linie aufgesetzt, hier bei 109,16. Wir bilden somit einen kleinen Doppelboden, einmal hier und einmal da. Dieser für mich sehr wichtige Punkt von 110 kommt aber auch hier hinten her. Und jetzt mache ich mal das Fadenkreuz rein, damit man das besser sieht. Das ist also die Woche gewesen vom 6. Juli. Das ist erstmal für mich grundsätzlich recht gut, dass ich sage, hier ist eine Unterstützung. Positiv wird der Markt meines Erachtens nach die Warta, wenn wir diese und diese Kerze überbieten. Und da sind wir bei 123,60. Mit Schlusskurs bitte. Nicht während des Tages, das reicht mir nicht. Von der Technik her sind wir noch leicht negativ über das MACD, aber auch über den Oszillator. Da hat die Aktie tatsächlich noch ein bisschen Platz. Selbst wenn sie die 20-Wochen-Linie brechen sollte, ist in dem Bereich um die 95, 90 herum, ist schon wieder eine sehr gute Unterstützung. Anfang November, ich meine, es ist der 11. November, das müsst ihr aber nochmal überprüfen, wird es Zahlen geben für das dritte Quartal. Muss man sich da mal ganz genau anschauen. Aber ich kann mir vorstellen, dass durch die Tatsache, dass viele Leute zu Hause waren, auch sehr viel zu Hause gearbeitet wurden. Und deswegen brauchen wir da auch ein paar mehr Batterien. Heute, aber wie gesagt, es ist 11.43 Uhr, haben wir eine Art Hammer. Hier sehen Sie nochmal schön den Doppelboden. Einmal, zweimal und hier hinten den ehemaligen Widerstand, der dann recht fulminant rausgenommen wurde. Also dieser Bereich um 110 ist auf Wochensicht nicht nur die 20-Wochen-Linie, sondern ist hier auch das untere Bollinger Band, also eine weitere Unterstützung. Für den Fall, dass wir das mit Schlusskurs unterbieten, muss ich davon ausgehen, dass wir unter die 100 fallen, in dem Bereich von 100, von sagen wir mal 95, im Extremfall sogar 92 bis 95. Ich bin aber eigentlich recht positiv für den Wert, das hat er letzte Woche auch wieder gezeigt. 123,20 ist für mich eigentlich der Startschuss für ein Überbieten des letzten All-Time-Highs. Jetzt habe ich euch Scheine mitgebracht. Zum einen sollten wir, wobei ich das nicht sofort erwarte, weil das gesamte Marktumfeld und auch vor dem Hintergrund der amerikanischen Wahl bin ich insgesamt sehr vorsichtig und eher abwartend. Man muss nicht jeden Tag handeln. Wenn wir es allerdings vorher schaffen, diesen Bereich hier rauszunehmen, muss ich mir keine Option hier unten suchen, sondern kann die dann relativ flott hier unten drunter legen. Und da habe ich mir den Bereich 105 ausgesucht. Die UniCredit war so freundlich und hat in den letzten Tagen eine ganze Reihe an Warta-Scheinen rausgebracht. Wir sind jetzt bei dem paar KU-Scheinen, in diesem Fall mit einem Hebel von fast 16. Das ist eine Basis von 105,50. Das ist ein Open-End-Schein mit der Kennnummer HR2J92. Für den Fall, dass wir das nicht schaffen und die 110 unterbieten, bin ich der Meinung, kann ich mir einen suchen, der irgendwo hier unter dem letzten Verlaufstief liegt. Ja, das war um die 89 herum. Ich verändere dann hier dementsprechend und gehe auf einen Hebel von 5. Da habe ich eine Basis 90. Damit liege ich auch unter der 200-Tage-Linie. Den lege ich mir dann auf die Watchlist. Und dann lasse ich, wenn der Wert hier drunter geht, ihn erstmal ein bisschen austoben. 90er-Basis mit einem im Moment einem Hebel von rund 5 ist die Kennnummer HR2J8J. HR2J8J. Das ist eine. Und wenn ich ihn einen Call nenne, muss ich ihn auch einen Put nennen. Momentan gibt es noch keine Puts hier auf Warta. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass man solche braucht, denn selbst wenn der Wert diesen Bereich hier 110 unterbietet, ist relativ schnell eine Unterstützung da.
Vor dem, wenn er fallen sollte, warte ich, bis er sich fängt und gehe dann eher long. Aber eine Water Short zu spielen, ist gerade von dem Hinblick der letzten Zeit oder des letzten 2-3 Jahre, ist das riskant. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.